Man könnte Lisa zunächst mal als dynamischen Equalizer bezeichnen, was es im Grunde auch ist. Nur die dynamischen Funktionen sind eben nicht vergleichbar mit den dynamischen Funktionen, die ein normaler dynamischer Equalizer hat. Die sind auf eine ganz bestimmte Art in die Filter eingearbeitet und es gibt einfach Möglichkeiten, die mit normalen dynamischen Equalizern schlichtweg nicht machbar sind. Das wäre das Alleinstellungsmerkmal, was Lisa da auszeichnet. Also es ist hier nicht an dem Gerät, was von der Stange ist oder von der Stange gekauft worden ist, sondern man hat angefangen vom Gehäuse bis über die Drehknöpfe, alles selber zu entwickeln, wird auch selber gefertigt. Das Gerät verwendet nur höchstwertige elektronische Komponenten inseitig. Wir haben ein abgesetztes Netzteil, zwei Kanäle, Kanal 1, Kanal 2, für die Bearbeitung entweder in einem Stereo-Modus, einen Kanal linken und rechten Kanal, oder eben auch in einem MS-Modus-Betrieb, wo man mit den Seiten umschalten kann. Und Sie haben hier pro Kanal eben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Filtereinheiten. Durch die parallele Signalstruktur, die Lisa aufweist, ist es nicht nur möglich, subtile Klangänderungen zu machen, sondern auch äußerst kräftig und stark einzugreifen, sodass unter anderem auch im Recording, Mixing und im Sounddesign-Bereich Lisa eingesetzt werden kann. Erstens mal super, wenn man sowas sieht vom Entwickler vorgeführt. Finde ich total spitze, dass das passiert. Und in der kurzen Zeit hat es doch Interesse geweckt. Also es ist ein komplett anderes System als das, was ich jetzt zum Mastering verwende. Ist ein in sich geschlossenes System, ein Gerät für alles. Und ist nicht ganz Multikompression, ist aber auch nicht ganz nur IQ. Also es ist irgendwie ein sehr neues, spezielles Konzept. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Spaß machen würde, da mal so ein, zwei Tage damit mal zu verbringen, das mal auszuprobieren. Das Equalizer-Konzept ist ein sogenanntes paralleles Konzept. Ich habe also ein Signal, das vom Eingang zum Ausgang unbearbeitet durchläuft. Das wird höchstens im Pegel bearbeitet, also entweder ein bisschen abgesenkt oder ein bisschen angehoben, aber sonst nicht verändert. Das ist der sogenannte Dryway. Und dann habe ich die Filtereinheiten, da wird wie bei einem Mischpult, über Aux-Wege werden Signale abgezeigt, durch die Filter geschoben und dann wieder dem originalen trockenen Signal zugemischt. Das ist ein sogenanntes paralleles Signalkonzept. Es ist, glaube ich, schon so ein bisschen fürs Mastering konzipiert, auch MS-fähig, was ich ja ziemlich genial finde. Also es hat auch sehr, sehr gut funktioniert, was ich gesehen habe. Also es verzerrt das Bild nicht, es ist ziemlich stabil. Und also ich würde es zum Master natürlich verwenden, aber natürlich auch für Bus-Bearbeitungen, Drums zum Beispiel, kann ich mir gut vorstellen. Oder vielleicht auch irgendwie ganze Streicher-Sektionen einfach dann über einen Bus fahren damit oder so, weil es ist ja Stereo nur in dem Sinne. Aber ich glaube, alles, wo es auf Transparenz und halt feines Arbeiten auf die Frequenzen ankommt. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, ein Klavier muss fantastisch klingen, wenn man nur so Solo-Klavier damit bearbeitet oder so. Auch für Stimmen, als einen teuren De-Esser vielleicht noch einzusetzen oder gewisse Sachen noch zu komprimieren im Frequenzband. Also ich glaube, dass man da ganz, ganz unterschiedliche Sachen damit machen kann. Die Filterwege, die haben wir dann so gestaltet, dass die Dynamik nicht so wie eine herkömmliche Kompression oder Expansion hinter dem Filter sitzt, sondern die wirkt direkt im Filter drin. Und dann wirkt sie halt nicht nur auf die Amplitude des Filters, sondern macht auch, steuert auch quasi die Güte des Filters noch mit. In einer Audio- und Studio-Welt, wo heute alle Geräte weibliche Vornamen haben, Scarlett, Lisa, O'Hara oder wie weiß ich noch immer was, klingt diese Lisa bei dem Preis, kein Wunder, erstaunlich gut. Und zwar eher im psychoakustischen Bereich, denn im elektrotechnischen, weil ich finde, man muss nicht Physik studieren, um gute Musik zu hören. Wir wollten ja eigentlich auch was machen, was es so noch nicht gibt. Und die Lösung war, beziehungsweise das, was dabei rauskam, war,
die Dynamik in das Filter rein zu verpflanzen. Also nicht hinter das Filter zu setzen oder davor, sondern in das Filter rein zu verpflanzen. Und sobald du das machst, kannst du natürlich keine Dynamik mehr erzeugen, wenn du das Filter nicht offen hast in irgendeiner Form. Also wenn du mit dem Filter nichts machst, wenn das nicht eingeschaltet ist oder der Gain auf Null ist, dann macht auch die Dynamik logischerweise nichts. Das ist, glaube ich, nicht nur ein Mastering-Tool, also das ist, glaube ich, einfach so kreativ zum Sounds shapen. Also Lisa ist mit Sicherheit schon auf einigen aktuellen Produktionen zu finden. Wir schätzen, dass es wohl über 50 sein würden. Ist auf jeden Fall eine ziemlich interessante so All-in-One-Lösung für Leute, die halt einfach vielleicht nur das haben wollen zum Mastern. I stand alone from other MCs so different. Distinct and distant, bad to the bone. Nobody put up no resistance. Don't a sound boy in an instant as I and I roam. Like a lion in my kingdom, share with the